Als Ende 1957 die Sowjets ihre ersten Sputniks ins Weltall schossen, da schlug auch seine Geburtsstunde. Da war er fertig für die Welt. War die Welt auch fertig für ihn? Sie hatte keine Wahl. Trabant nennt man einen Himmelskörper, der einen Planeten umkreist. Und so heißt auch jenes Vehikel, das seit 30 Jahren die Straßen der DDR beherrscht. Zurzeit kommen auf 100 Haushalte 40 Autos und jedes zweite ist ein Trabant. Die Gesamtzahl wird bald 3 Millionen erreichen. Und bei jeder vollen Million feiert man bei Sachsenring in Zwickau, vormals Autounion. Damals noch galt die Parole von SED-Chef Walter Ulbricht, der Westen müsse bei Konsumgütern überholt werden. Der Trabant stellte sich der Herausforderung. Von sozialistischen Designern wurden zeitlos schöne Formen verlangt. Der Trabant nahm das wörtlich, hat sich seit seiner Schöpfung äußerlich kaum verwandelt. Seine Duroplast-Karosse widerstand allen Versuchungen der Mode. Ihn zu fahren heißt Mut und Härte zeigen. Nur eine schwache Federung mildert die Kraft von 26 PS. Der Zweitakter ist wegen seiner hektischen Qualmwolken bei Umweltschützern verrufen, aber die können sich trösten. Raserei gibt's nicht. Der Trabi, wie ihn seine Freunde nennen, beschleunigt nur widerwillig. 30 Sekunden sind wir schon unterwegs. Der Trabant hat 60 Stundenkilometer erreicht. Bei etwa 100 ist Schluss. Offiziell führt er den Beinamen Limousine. Das klingt für manche irreführend. Plastiktiger sei treffender. Auf Zubehör legt er keinen Wert. Statt einer Tankanzeige liefert das Werk einen Messstab. Der Fahrer muss schon halten und aussteigen, wenn er wissen will, wie weit die Reise noch geht. Allerdings, er hat auch seine Macken. Er gilt als reparaturanfällig und DDR-Werkstätten sind hoffnungslos überlastet. Jeder sein eigener Mechaniker. Nein, technischen Laien sei er wirklich nicht empfohlen. Um den Keilriemen zu wechseln, muss man den halben Motor ausbauen. Und Ersatzteile sind Mangelware. Trabi-Fahrer brauchen gute Beziehungen, damit ihr Kleinod nicht auf der Strecke bleibt. Aber auch lediert wird man ihn fast noch zum Neupreis von etwa 10.000 DDR-Mark los, weil die Nachfrage dem Angebot weit davonläuft. Der Wiederverkaufswert ist Weltspitze. Wer 10 Jahre lang auf einen neuen Trabi warten muss, der nimmt beim Gebrauchten jeden Zustand in Kauf, wenn er nur bald vor der Tür steht. Pech nur, wenn die Naturkatastrophen endgültig aus dem Verkehr ziehen. Ansonsten können noch Träume wahr werden. Autorennen gelten im Sozialismus eigentlich als kapitalistische Verfallserscheinung. Aber wenn frisierte Trabis über volkseigene Pisten flitzen, sind Vorbehalte vergessen. Damit nicht genug. Auch im Wasser fühlt er sich ganz in seinem Element, widerlegt alle Zweifler, die ihn seit Jahren abschreiben wollen. Wenn kein Wunder passiert, wird er noch viele Geburtstage feiern.